Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop für das Jahr 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo für Olivia. Liebe Olivia, ich grüße dich. Das ist dein Video und in diesem Aufnahmen erkläre ich dir, was kommt auf dich zu Jahr 2019. Dieses Bild, was du hier siehst, symbolisiert bildhaft dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Diesem Geburtshoroskop bleibt, das bleibt so stehen, da ändert sich nichts. Aber wir ändern uns, du änderst dich und machst Schritte in dein Leben. Und diese Schritte beginnst du mit deinem Aszendent, weil das symbolisiert dein Geburtsmoment. Und begrüßt du alle einzelnen Tierkreiszeichen in dein Leben und das nennt man als 7-Jahren-Periode. Mit deinem Lebensalter befindest du gerade in Skorpion-Phase und das ist im Augenblick dein Boden. Und das bedeutet, du kennenlernst diese Tierkreiszeichen bei dieser Phase, bei dieser Periode. Du wirst mit Menschen begegnen, die in Tierkreiszeichen Skorpion geboren sind. Oder hast du Lebensumstände, was diese Tierkreiszeichen vermittelt. Das ist momentan deine Periode, bewegst du dich in diesem Boden und lernst etwas. Die Tierkreiszeichen Skorpion bedeutet Wandlung und Transformation. Hier handelt es sich um deinen Gefühlen. Skorpion gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle. Und das ist diese Veränderung, diese Phase. Du änderst dich innerlich. Die Skorpion zeigt auch die innere Kraft, diese Quelle. Die Skorpion vermittelt auch Sexualität, weil hier herrscht Pluto und das ist diese Energie des Plutos. Und das bedeutet auch Sexualität, weil Pluto ist astromedizinisch zum Sexualorganen zugeordnet, aber zeigt auch die inneren Kraft. Außerdem über die Tierkreiszeichen Skorpion herrscht Mars. Du kennenlernst die Mars-Energie. Das ist jetzt nicht unbedingt ein anderer Mann, sondern wir Frauen haben auch Mars-Energie und wir brauchen die Mars-Energie und das holst du in die kommenden Jahren von dir raus, von deinem Inneren, zeigst, du kannst dich wehren, du kannst dich behaupten, du kannst etwas in Bewegung setzen und die Mars-Energie gibt dir auch die Kraft und die Mut. Und du bist in dieser Phase noch drin, bis dein 35. Lebensjahr und dann bewegst du in Schützenphase, dann beginnt die Schützenphase. Aber momentan bist du in Skorpion. Ist auch sehr geheimnisvoll und sehr mystisch. Also das sind deine Schritte, deine Bewegung. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und aktivieren immer wieder etwas im Horoskop. Wenn du das genau erkennen möchtest, welchen Tag welche Energie wird, natürlich empfehle ich die Tageshoroskopen nach indischen Astrologie, weil dann kannst du das Tag zu Tag verfolgen, in welchem Lebensbereich
Bereich wird etwas aktiviert. Aber jetzt machen wir mal einen Überblick über Jahr 2019. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen in unserem Leben und Uranus ist und bleibt ganzes Jahr in Tierkreiszeichen wieder. Und das hast du hier oben und zeigt deinen Berufung. Du bist gerade bei Umbrüchen und beruflichen Veränderungen. Die beiden Mondknoten Rahu und Ketu, Ketu ist die alte Karma, Rahu ist die neue Schicksalsweg, was die Seele ausgesucht hat, die bewegen sich auch und aktivieren karmischen Themen. Ketu befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock zurzeit und aktiviert karmische Themen in deiner Partnerschaft. Und Rahu wirkt auf deine Persönlichkeit wie eine neue Haut zum Schlüpfen, eine neue Persönlichkeit ändert sich auch dein Aussehen. Vielleicht neue Frisur oder neuer Stil, neue Kleider, du änderst dich. Und auch deine Persönlichkeit verändert sich auch. Venus bewegt sich ziemlich schnell. Das heißt, das sind nicht unbedingt jetzt schicksalhafte Veränderungen oder Ereignisse, aber die Venus-Energie wirkt auch, verschönert etwas und befindet sich am Januar in Tierkreiszeichen Waage und wirkt auf deine Wohnsituation. Du verschönerst dich zu Hause etwas. Jupiter vergrößert etwas, zeigt uns Chancen, Möglichkeiten, bringt auch Glück in unserem Leben. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Natürlich kann das auch Schwangerschaft sein, weil Jupiter vermehrt sich etwas. Und hier bei Bereich Kinder natürlich ist diese Empfängnis möglich. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Und das ist die Lebenskraft, die Energie. Am Januar ist die Energie Richtung Arbeit. Oder klärt sich etwas auf. Merkur sind die Gespräche, Kommunikation, Handlungen, Verträge, ist auch im Schütze. Also da bewegt sich bei dir beruflich etwas. Und Saturn und Pluto ist auch im Schütze. Sie bleiben auch. Also sie bleiben hier in diesem Bereich Arbeit und dann kommt die Sonne-Merkur-Energie. Also die Lebenskraft, die Energie und die Gespräche, Handlungen, Verträge. Neptun befindet sich im Wassermann. Das ist der Bereich, die Transformation und das heißt, deine Träume ernst nehmen. Und auf deine Träume achten. Die Träume sind die Sprache unserer Seele. Nicht jeder einzelne Traum sagt etwas. Das kannst du so vorstellen, dass bei Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke und diese Träume vergessen wir auch meistens. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn du eine ganze Geschichte träumst und erinnerst du auch daran, dann kannst du sicher sein, das war die Sprache der Seele. In einem Schlafzustand, besonders in einem Tiefschlaf, leben wir das Unbewussten und haben wir diese Ruhe. Das heißt, unsere Seele kann zu uns sprechen, können wir uns mit unserem Verstand nicht einmischen. Und so kommen diese Traumbilder. Natürlich ist das ein Bildsprache, aber diese Träume kann man
verstehen. Ich deute Träume. Ich habe große Freude daran und ich kann sehr gut die Träume deuten. Also diesbezüglich kann ich auch helfen. Diese Transformation, was dich trifft, mit dieser Neptun-Energie kann bedeuten, dass deine Seele spricht über Träume in die nächste Zeit. Aber bedeutet noch etwas, diese Neptun-Energie, das ist deine Kreativität und deine Inspiration, das mal auch ins Licht zu bringen. Aber bedeutet manchmal diese Neptun-Energie undurchschaubar. Das ist etwas unklar, undurchschaubar. Und hier in diesem Bereich handelt sich auch mit Ämtern, das kann passieren, dass etwas unklar ist, undurchschaubar. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und es sind Auslandskontakte oder Schulungen, eine Bildung. Uranus wird 7. Januar rückläufig. Bei Mondenergie. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und wirkt auf unserem Alltag, beeinflusst unseren Gefühlen. Bei einem Neumond ist wichtig, einen gewissen Rückzug, Meditation, zur Ruhe kommen und die Klarheit in unserem Inneren suchen und finden. Immer in diesem Lebensbereich, wo gerade die Neumond dann ist. Ein Vollmond beleuchtet den Weg. Es wird etwas klar oder kommt die Wahrheit ins Licht. Halbmond ist wunderschön, aber ein Halbmond ist immer Spannung. Immer. Es sind aber nur Momente im Leben. Es geht schnell vorbei, weil Mond bewegt sich relativ schnell. Also diese Momente, in einem Halbmond verspüren wir die Unruhe, Nervosität, entweder in uns, in unserem Inneren oder die ganze Umgebung ist irgendwie hektisch. Also auch darauf achten, auf diese Mondphase. 6. Januar ist Neumond im Schütze, 14. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen, 21. Januar ist Vollmond im Zwillinge, 27. Januar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Jungfrau. Februar. Uranus bleibt im Widder, die beiden Mondknoten bleiben auch Krebs und Steinbock. Jupiter bleibt auch im Tierkreiszeichen Skorpion. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Venus, aber auch Merkur bewegt sich schnell, also übergeht erstmal im Skorpion und dann erreicht Februar Schütze. Sonne und Merkur befindet sich im Steinbock und aktiviert bei dir etwas in Partnerschaft, klärenden Gesprächen. Mars befindet sich noch im Tierkreiszeichen Fischen. 4. Februar ist Neumond im Tierkreiszeichen Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Widder. 19. Februar ist Vollmond im Tierkreiszeichen Krebs. 26. Februar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Waage. März. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, Mars verlässt die Fischen und übergeht im Tierkreiszeichen Widder, aktiviert etwas in deiner beruflichen Situation. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf die Richtung oder beeinflusst etwas in deiner Berufung. Jupiter bleibt in Skorpion,
Saturn, Pluto bleibt in Tierkreiszeichen. Schütze, bei Saturn-Energie hast du hier Lernaufgabe, betrifft dein beruflichen Situation, und bei Pluto-Energie ist es Loslassen und im Kraft bleiben und dich behaupten, diese Macht zu haben, Macht über deine beruflichen Situation. Venus übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock, das ist angenehm. Venus ist immer sehr angenehm und wirkt auf deine Partnerschaft. Sonne befindet sich im Wassermann, mehr Klarheit über diesen ganzen Prozess, Transformation, dass du die Richtung bestimmen kannst, oder klärt sich etwas auf in einer ämtlichen Situation. Bedeutet auch, dass für dich diese Transformation dann wichtig ist, weil da fließt die Energie, die Lebensenergie, und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne hier im Wassermann und Merkur im Fischen. Nachricht von Ausland kann auch bedeuten Prüfungen und kann auch natürlich ein Hinweis sein, dass du eine Fremdsprache lernst. Bei Merkur handelt es sich um Sprache, in diesem Bereich Ausland, also Auslandssprache, Fremdsprache, kann auch bedeuten. 6. März wird Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass etwas wird gebremst, etwas werft zurück, und hier handelt es sich um Kommunikation, oder kann bedeuten Vergangenheit. Auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit und meldet sich, und diese Person kann von Ausland kommen. März 6. ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann. 14. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. 28. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. April. Uranus bleibt. Mars übergeht in Tierkreiszeichen. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Stier und aktiviert die 11. Lebensbereich. Und das bedeutet Freundschaften oder eine Gruppe von gleichgesinnten Menschen, kann auch Sportverein sein mit Mars-Energie. Die beiden Mondknoten ändert sich die Richtung. Rahu und Ketu verlässt Krebs und verlässt Steinbock, und Rahu übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die beiden Mondknoten bewegen sich immer in andere Richtung als die Planeten. Also hier hast du dann die karmischen Themen, das ist sowieso der Bereich, die Karma, hier wird etwas aktiviert. Und die alten Karma, was Ketu symbolisiert, übergeht dann in Tierkreiszeichen Schütze. Und hier kommen auch karmische Themen, und der Bereich, den Lebensbereich, ist die Arbeit. Mars ist noch im Tierkreiszeichen Stier. Jupiter ist im Tierkreiszeichen Schütze. Das heißt, Jupiter verlässt die Skorpion und übergeht im Tierkreiszeichen Schütze. Jupiter gibt dir die Chancen, beruflich etwas zu verändern. Jupiter bringt auch Glück. Saturn und Pluto bleibt auch. Auch die karmischen Knoten. Hier hast du die Chancen, beruflich etwas verbessern. Die rückläufige Merkur kehrt zurück zum Wassermann.
Und Venus ist auch in Wassermann. Die Sonne verlässt hier Wassermann. Venus ist im Wassermann und Merkur kehrt zurück, weil Merkur ist rückläufig. Aber achte auch drauf, in welchem Lebensbereich hast du Planeten in dein Geburtshoroskop. Das sind diese Karten hier. Natürlich ist das für dich immer ein wichtiger Lebensbereich. Dann werden diese Planeten alle aktiviert. Und nicht nur diese einzelnen Planeten, sondern das gesamte Horoskop. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Fischen. Das heißt, die Lebensenergie, die Lebenskraft geht in die Richtung Ausland oder einer inneren Reise. 11. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig, 30. April wird Saturn rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, etwas bremst oder man traut sich nicht zu, fehlt die Mut, die Bewegung. Diese Rückläufigkeit bedeutet auch karmischen Themen. Du hast hierbei die Arbeit karmischen Themen. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. 12. April ist Halbmond in Tierkreiszeichen Zwillinge. 19. April ist Vollmond in Tierkreiszeichen Waage. Und 26. April ist Halbmond in Tierkreiszeichen Steinbock. Mai 2019. Uranus bleibt im Widder. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Widder und gibt die Lebensenergie, auch die Klarheit in Berufung, also Richtung Berufung und auch Ansehen im beruflichen Umfeld. Mars bleibt in Tierkreiszeichen Stier, aktiviert die Bereiche deiner Hoffnungen, aber auch Freundschaften, Bekanntschaften, die beiden Mondknoten bleiben auch. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück in Tierkreiszeichen Skorpion. Aktiviert wieder die Bereich Kinder. Saturn, Pluto bleibt hier im Arbeitsbereich. Und siehst du, im Geburtshoroskop hast du hier auch Planeten, also das ist für dich sehr, sehr wichtigen Lebensbereich. Neptun bleibt im Wassermann, Merkur und Venus befinden sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das kann bedeuten, dass du eine Reise machst, oder hast du Auslandskontakte oder machst eine innere Reise oder ein Studium. Aber bedeutet auch mit dieser Merkur-Energie hier eine Nachricht von Ausland. 4. Mai ist Neumond in Tierkreiszeichen Widder. 12. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Krebs. 18. Mai ist Vollmond in Tierkreiszeichen Waage. 26. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Steinbock. Juni. Uranus bleibt. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Und dann kann bedeuten, dass du sehr kreativ bist, was deine Berufung betrifft. Venus zeigt oft Selbstständigkeit. Oder hast du eine wichtige Begegnung mit einem weiblichen Personen im Bereich Arbeit? Sonne und Merkur befinden sich im Tierkreiszeichen Stier. Und Mars übergeht in Zwillinge.
Das ist für dich ein Mars-Wiederkehr, so wie in deinem Geburtshoroskop das auch war. Und das aktiviert diese Themen, diese karmischen Themen, dass du deine Kraft zeigen sollst, dich zu behaupten. Und Sonne und Merkur ist im Stier. Sonne, Merkur im Stier und es aktiviert die Lebensbereiche Freundschaften oder ein Verein. Das kann auch bedeuten, dass hier einen Vertrag unterschreibst oder kann auch bedeuten, dass du Nachricht hast von Freundeskreis. Und das hat eine Bedeutung. Jupiter ist rückläufig und bleibt im Skorpion und Juni ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Dieser rückläufige Saturn und dieser rückläufige Pluto und Ketu, diese karmischen Knoten, treffen sie sich. Das nennt man Konjunktion. Und die wirken gemeinsam und löst etwas Wichtiges karmisch aus. Bei jedem Horoskop, bei immer in dem Lebensbereich, wo Schütze ist. Und weil bei deinem Geburtshoroskop hier noch Planeten sind, Saturn, Uranus, Neptun, war im Grundhoroskop, im Radix drin. Natürlich für dich ist das ein enorm wichtiger Lebensbereich. Und hier kommt alten karmischen Erinnerungen oder all das, wo du Meister bist, weißt du, weil du das schon gemacht hast in früheren Leben, das zeigst du dann, aber kann auch karmischen Verbindungen sein, geschäftlichen Kontakte. Neptun bleibt in Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond in Tierkreiszeichen Stier. 10. Juni ist Halbmond in Tierkreiszeichen Löwe. 17. Juni ist Vollmond in Tierkreiszeichen Skorpion, 25. Juni ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. Juli, Uranus bleibt, Sonne und Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, Mars verlässt die Zwillinge, übergeht im Krebs und Sonne Merkur im Zwillinge. Hier in diesem Lebensbereich handelt es sich um Geheimnisse. Bei Sonne ist die Klarheit, bei Merkur sind Gespräche. Das kann bedeuten, dass jemand erzählt etwas über dich, das sind auch geheime Feinde und das kommt ins Licht, du erfährst davon was. Kann auch bedeuten, dass du hast irgendwelche Geheimnisse und vertraust jemand. Hier besteht die Gefahr, du wirst verraten. Jemand erzählt dann weiter. Also sei auch achtsam in diesem Zeit Juli. Mars ist im Tierkreiszeichen Krebs und Merkur ist auch im Tierkreiszeichen Krebs. Erstmal ist hier im Zwillinge, aber Merkur bewegt sich schnell, verlässt die Zwillinge, übergeht dann auch im Krebs. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze, Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Tierkreiszeichen Zwillinge. 9. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Ein Mondfinsternis ist immer dort, wo Vollmond in karmischen Knoten trifft. Das sind die Finsternisse und das aktiviert karmische Themen.
25. Juli ist Halbmond in Tierkreiszeichen Fischen. August, Uranus bleibt. Merkur ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Merkur war rückläufig, also kehrt wieder zurück zum Tierkreiszeichen Zwillinge. Geheime Gespräche, aber bedeutet auch entweder du erfährst irgendwelche Geheimnisse. Merkur ist auch Wissen, du hast diese tiefe Wissen, erforschen die Geheimnisse des Lebens. Kann auch bedeuten, dass dich interessiert Psychologie. Das ist auch die Bereich, die Ursache von Erkrankungen oder Psychologie. Das kann auch die Interesse sein. Kann auch bedeuten, dass jemand dich vertraut und erzählt ihren Geheimnisse, aber bedeutet auch für dich persönlich in dieser Zeit Schweigen. Sonne, Mars, Venus ist in Tierkreiszeichen Krebs. Sonne, Mars, Venus ist im Tierkreiszeichen Krebs und das bedeutet, du kommst in Glanz, das ist die Sonnenenergie, auch deine Lebenskraft, das zeigst du auch nach außen und bei Mars und Venus ist für dich wichtig die Liebe und Partnerschaft. Jupiter bleibt im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze. Neptun bleibt in Wassermann. 12. August wird Jupiter direktläufig. 12. August wird Uranus rückläufig. Und das wirkt hier in deiner beruflichen Situation. Das kann von diesem Zeitpunkt an bedeuten, dass etwas bremst dich beruflich, etwas wirft dich zurück. 1. August ist Neumond in Tierkreiszeichen Krebs. 7. August ist Halbmond in Tierkreiszeichen Waage. 15. August ist Vollmond in Tierkreiszeichen Steinbock. 23. August ist Halbmond in Tierkreiszeichen Widder. 30. August ist Neumond im Löwe und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist dieser königliche Stern, aber nicht nur dieser königliche Stern, sondern Regulus zeigt das Herz. Regulus ist das Herz der Löwen und achte auf deine Herzensangelegenheit hier im Bereich Werte, also dein Selbstwertgefühl, stärke dein Herz und kauf etwas Schönes, was dein Herz begehrt. September. Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Rahu Ketu bleibt auch Zwillinge und Schütze. Sonne, Mars, Venus, Merkur ist in Tierkreiszeichen Löwe. Auch Merkur. Merkur bewegt sich schnell, das ist der schnellste Planet. Also übergeht jetzt im Krebs und erreicht dann die Löwe. Merkur und Venus sind ziemlich schnell. Also hier wird September aktiviert, die Bereich die Werte, dass du zu deiner Wertschätzung stehst, aber auch die Finanzen sind auch sehr, sehr wichtig. Jupiter bleibt hier im Skorpion, Saturn, Pluto, Ketu bleibt im Schütze und Neptun ist rückläufig, bleibt hier im Wassermann. 19. September wird Saturn direktläufig, ändert sich die Richtung. Das hat schon damit zu tun, dass dein Schicksal ändert sich etwas
oder du triffst schicksalhafte Entscheidungen, damit alles in eine andere Richtung geht. Der Lebensbereich ist Arbeit und Gesundheit. 6. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. 14. September ist Vollmond in Tierkreiszeichen Wassermann. 22. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. 28. September ist Neumond in Tierkreiszeichen Löwe. Oktober, Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt auch. Und Sonne, Mars, Venus übergeht im Jungfrau und aktiviert den Lebensbereich. Verwandten, Nachbarn, deine vertraute Umgebung, eventuell Schulungen, Bildung, kleinere Reise, kleine Veränderungen und auch Internet. Merkur übergeht dann in Tierkreiszeichen Waage. Merkur ist sehr schnell, also übergeht in Tierkreiszeichen Waage, aktiviert etwas in dein Wohnsituation. Entweder ziehst du dich zurück und liest etwas Schönes oder lernst du etwas. Kann auch bedeuten, du bekommst eine Nachricht, kommt jemand dich zu besuchen oder unterschreibst einen Vertrag. Ein Mietvertrag oder ein Kaufvertrag. Jupiter bleibt in Skorpion, Saturn, Pluto bleibt im Bereich Arbeit und Neptun bleibt auch. 5. Oktober ist Halbmond in Tierkreiszeichen Schütze, 13. Oktober ist Vollmond in Tierkreiszeichen Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Tierkreiszeichen Zwillinge, 28. Oktober ist Neumond in Tierkreiszeichen Jungfrau. November, Uranus bleibt, Rahu Ketu bleibt auch, Mars ist in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mars übergeht im Jungfrau, aktiviert bei dir Themen, Begegnungen mit Verwandten, Kontakte im Internet oder machst Schulungen und setzt deine Energie ein. Kann auch bei Mars Energie bedeuten, dass du einen Impuls bekommst und änderst etwas in deiner vertrauten Umgebung, hast anderen Kontakte oder bei Bekanntenkreis, Verwandten, setzt du dich durch. Mars ist die Energie und mit dieser Energie können wir uns durchsetzen. Sonne ist in Tierkreiszeichen Waage. Die Lebensenergie fließt im Bereich Wohnsituation oder klärt sich etwas auf oder du brauchst mehr Licht, Helligkeit, mehr Klarheit über deine Wohnsituation. Merkur und Venus befinden sich in Skorpion. Merkur steht auch für Kinder. Jupiter vermehrt etwas, kann auch Schwangerschaft bedeuten und bei Venus natürlich die Liebe. Also das wäre ein Zeitpunkt für Empfängnis. Saturn und Pluto wirkt in deinen Arbeitsbereich. Saturn erteilt die Lernaufgabe und belehrt dich, das etwas ernst zu nehmen, etwas in Form zu bringen. Pluto zeigt Macht, deine Kraft zu zeigen im Bereich Arbeit. Beide ändert sich die Richtung, verlässt die Rückläufigkeit, wird direktläufig. Das bedeutet, hier kommt etwas in Bewegung. Neptun bleibt rückläufig im Wassermann. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun auch direktläufig.
4. November ist Halbmond in Tierkreiszeichen Steinbock. 12. November ist Vollmond im Widder. 19. November ist Halbmond in Tierkreiszeichen Krebs. 26. November ist Neumond in Tierkreiszeichen Waage. Dezember. Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder. Rahu Ketu bleibt. Mars und Merkur befinden sich in Tierkreiszeichen Waage. Merkur war rückläufig, kehrt wieder zurück. Das trifft deine Wohnsituation. Entweder setzt dich durch oder du brauchst Kraft und bist zurückgezogen. Bei Merkur-Energie sind Verhandlungen, Gespräche, Kommunikation oder du brauchst den Rückzug, weil du lernst etwas. Bedeutet auch, dass du deine Kraft einsetzt zu Hause. Sonne ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Jupiter, Venus, Saturn, Pluto ist im Schütze. Also sehr viel Energie fließt wieder auf deine berufliche Situation. Das sind deine Chancen, Möglichkeiten. Venus ist deine Kreativität, kann auch Selbstständigkeit bedeuten. Saturn zeigt, was du da Lernaufgabe hast. Pluto zeigt auch, bleib in diesem Überzeugungskraft, behaupte dich beruflich. Neptun bleibt in Tierkreiszeichen Wassermann. 4. Dezember ist Halbmond in Tierkreiszeichen Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond in Tierkreiszeichen Stier. 19. Dezember ist Halbmond in Tierkreiszeichen Löwe. 26. Dezember ist Neumond in Tierkreiszeichen Schütze. Liebe Olivia, das war diese Jahreslegung für Jahr 2019. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.